Es gibt eine Einigung im Tarifstreit im öffentlichen Dienst der Länder. Die Beschäftigten bekommen 2,8% mehr Geld und eine steuer- und abgabenfreie Corona-Sonderzahlung von 1.300 Euro. Darauf haben sich Gewerkschaften und Arbeitgeber verständigt, wie Verdi und der Beamtenbund heute mitteilten. Unter anderem steigende Öl- und Spritpreise treiben die Teuerungsrate in die Höhe. Im Oktober auf 4,5% und damit den höchsten Stand seit 28 Jahren. Am Nachmittag will das Statistische Bundesamt seine Schätzung für den November bekannt geben. Erwartet werden 6%. Experten rechnen jedoch damit, dass die Inflationsrate bald wieder sinkt. Dazu sagte Isabel Schnabel von der Europäischen Zentralbank im ZDF-Morgenmagazin. Wir gehen davon aus, dass im November der Höhepunkt der Inflationsentwicklung erreicht ist und dass die Inflation im kommenden Jahr wieder allmählich zurückgehen wird, und zwar in Richtung unseres Inflationsziels von 2%. Und tatsächlich gehen die meisten Prognosen sogar davon aus, dass die Inflation unter diese 2% fallen wird. Und insofern kann man eigentlich keine Hinweise darauf sehen, dass die Inflation außer Kontrolle gerät. Große Nachfrage und hohe Preise. Zwar konnten die großen Autokonzerne der Welt ihre Gewinne im dritten Quartal deutlich steigern, dennoch ist der Blick in die Zukunft wenig optimistisch. Die Corona- und Halbleiterkrise setzt der Branche weiterhin zu. Vor allem Zulieferer haben zu kämpfen. Das geht aus einer Studie der Unternehmensberatung PwC hervor. Danach haben Hersteller und Zulieferer im Sommer noch von den Nachholeffekten und steigender Nachfrage nach E-Autos profitiert. Jetzt aber würden sie mit überhöhten Lagerbeständen kämpfen und bei steigenden Rohstoff- und Energiepreisen. In Deutschland gab es letzten Freitag herbe Verluste an den deutschen Börsen. Ein Grund dafür ist die neue Corona-Variante, die in Südafrika entdeckt wurde. Wie die Lage sich nun zu Beginn der Woche an den Finanzmärkten entwickelt, dazu Klaus-Rainer Jackisch. Interessante Entwicklungen, die an den Börsen zu verzeichnen sind. Wir wollen allerdings zunächst auf die Branche schauen, die besonders hart getroffen ist. Und das ist natürlich die Tourismusbranche und die Luftfahrtbranche. Denn dieser Sektor wird natürlich von solchen Ereignissen immer als erstes getroffen. Ich begrüße ganz herzlich Professor Dr. Yvonne Ziegler. Sie ist Luftfahrtexpertin an der Frankfurt University of Applied Sciences. Seit vielen Jahren kennen Sie sich sehr genau und sehr gut aus in dieser Branche. Frau Dr. Ziegler, Professor Ziegler, schildern Sie erst einmal, welche Reaktionen gibt es im Moment in der Branche, in der Luftfahrtbranche auf diese neuesten Entwicklungen? Im Moment reagieren alle relativ nervös auf diese neue Virusvariante Omikron. Die Bundesregierung hat sehr starke Maßnahmen erlassen. Es dürfen jetzt aus Südafrika, aus dem südlichen Afrika nur noch deutsche Passagiere oder Personen mit einem Wohnsitz in Deutschland zurücktransportiert werden, und die müssen sich anschließend 2 Wochen in Quarantäne begeben. Und egal, ob sie geimpft, genesen oder auch einen negativen Corona-Test haben. Das macht natürlich die Reisen in das südliche Afrika extrem unattraktiv. Für die Airlines wäre der Verlust dieses Marktes noch verschmerzbar, aber diese Ungewissheit, die drückt im Moment natürlich auf die Stimmung. Welche Bedeutung hat denn der südafrikanische Markt für die Luftfahrtgesellschaft, gerade jetzt im Sommer? Dort unten ist ja Sommer, das heißt eigentlich die Hauptreisezeit, die beginnt gerade. Nicht ganz unwichtig, aber vielleicht auch nicht der größte Markt, oder? Ja, absolut richtig. Südafrika ist natürlich jetzt gerade für den Winter ein attraktives touristisches Ziel. Aber wie gesagt, von der Dimension jetzt nicht so bedeutend und wahrscheinlich durchaus verschmerzbar. Andere Märkte, wie jetzt gerade der neu eröffnete amerikanische Markt, sind natürlich wichtiger. Wir wollen uns mal anschauen, wie die Luftfahrtaktien in der vergangenen Woche reagiert haben, also als die Meldung frisch auf dem Tisch war. Und da gab es zum Teil doch sehr, sehr heftige Verluste. Sie sehen zum Beispiel, bei der Lufthansa brach die Aktie bis zum Schluss dann um über 12% ein. Die Fraport, also der größte Flughafen in Kontinentaleuropa, mit über 11% im Minus. Und die TUI, die ja ebenfalls auch im Luftfahrtmarkt sehr stark ist, über 10%. Dort liegt sicherlich auch der Reisemarkt natürlich schwer. Die ganze Branche ist ja nun ohnehin gebeutelt. 200 Milliarden US-Dollar hat das Ganze bislang gekostet, die Branche. Was bedeutet diese neue Entwicklung, wo es nun gerade diesen Hoffnungsschimmer gab? Ja, also eigentlich war der Oktober relativ gut gelaufen für die Airlines. Mit den Herbstferien hat man schon fast wieder das Gefühl einer alten Normalität erlangt. Und auch der November hat sich erstmal ganz gut dargestellt, weil ja eben der amerikanische Markt wieder geöffnet wurde und da so eine richtige Nachholwelle über die Airlines hergeschwappt ist. Aber die neue Virusvariante Omikron ist natürlich jetzt das große Fragezeichen. Man weiß nicht, ob sich vielleicht die Situation jetzt wieder verschlechtert.
Insgesamt waren ja die Luftfahrtgesellschaften auch relativ optimistisch. Man hat von relativ guten Buchungszahlen auch für die nächsten Monate gesprochen. Ist das Zweckoptimismus oder geben Ihre Daten her, dass tatsächlich relativ stark gebucht worden ist? Also wie gesagt, Oktober, November waren die Buchungen relativ gut und man hatte gehofft, dass es auf einem relativ stabilen Plateau bleiben würde. Aber im Moment gehen die Buchungseingänge doch eher wieder runter. Das liegt nicht nur an Omikron, sondern natürlich auch an der hohen Inzidenz hier im Inland.